Dann 5 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Voll auf die Fresse. Geh weg. Was macht der eigentlich so mit dem Finger? Ich meine, den Daumen hoch verstehe ich ja noch. Nee, Scheißschein. Bitte. Er wedelt. Das ist eine Geste, die ich irgendwie finde. Komische Geste. Wow. Dachte ich, der Geist greift mich an. Kurz ein bisschen auftanken. Mit denen rede ich jetzt mal nicht. Wir haben eine wichtige Mission. Nicht mit mir, Guys. Okay. Was? Mystikschlüssel heißt der. Okay. Kann man zu langsam sein, dass der einem verfolgt und dann auch. Oh. Oha, nur einer. Ja, chillig. Da, du Goomba, du. Der ist verboten. Das ist mir scheißegal. Geh weg. Zwei, das war klar. Das ist geil. Werden wir das wieder hier haben. Oh oh. Muss jetzt klappen. Okay, klappt. Glaube ich, ja. Oha, gleich zwei Herzen. Ehrlich, Eintritt verboten. Er ist jetzt vor allem auch nicht wirklich. Oh, verdammt. Mega viel. Ja, okay. Jetzt von einem zu zwei zu drei Goombas. Super, super, super. Das ist eine gute Kombi. Sie hat einen geilen Angriff. Trockenpilz. Nee. Muss nicht sein. Jetzt habe ich Eintritt verboten! Und jetzt 4? Ah, nein. Herz? Wer bist du? Was? Mario? Hat jemand gesagt, dass ich Tubablubas geheime Stärke bin? What? Keine Stärke?
Hat jemand ausgeplaudert, dass der Tubabluba im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Ah. Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Aber deshalb, dass... was hatte da ein Pflaster oder irgendwie etwas beim Herzen? Tut mir leid, aber jetzt musst du... Aber da musst du jetzt durch. Okay. Mann, wenn man trifft, dann geh so auf die Action. Guck mal, mach mal das hier. Bam. Bam. Ja, das war nicht ganz so ideal. Sicher. Bam, boom, bim, bam, boom, pam. Hey, du Geisterlady, du siehst sehr lecker aus. Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Bleh, hättest du wohl gern. Du hast keine Chance, du geisterfressender Vollidiot. Mario, ich bin jetzt wirklich böse. Lass uns das Ding verdreschen. Ich führe nun eine meiner besten Attacken aus. Du kannst ihr unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab bitte eine Sekunde Geduld, er lädt sich auch auf. Gut, dass er mich vorwarnt. Nehmen wir mal das hier. Bam! Ja. Und jetzt? Ah, danke schön. Das war auch gut. Schaden, den du einstecken musst. Jetzt muss ich leider nochmal... Oh, jetzt. Hö? Ah, okay, dann darf ich das nochmal. Bring nichts, sehe ich gerade. Da 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 da. Bam 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 bam. Das ist aufpassen. Zweimal kann ich mich noch unbesiegbar machen, unsichtbar machen. Und einmal. Je nachdem, welches ich da nehme. Gibt 5. Ja, komm. Oh, 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 oh. Nicht mit dem, mit einer Attacke gerechnet, grundsätzlich. Okay, okay. Dann nehmen wir noch. Okay, das behalte ich und feige dich jetzt mit. Bam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aufladen. Gut. Sprung. Geht zwar nur 4, aber ist eigentlich recht auch gut. Das tut weh. Ich muss hier weg. Oh, gewonnen. Oh nee. Er geht jetzt aber nicht zu Tubabluba. Wirklich? Wie viel habe ich? 3. Ich nehme lieber einen Ahornsirup. Hinterher. Aber ich vermute, dass er dann zu Tubabluba geht. Und dann ist er bezwingbar. Glaube ich zumindest. Naja. Fast zu 100%. Kann ich nochmal speichern?
Ah, verdammt, leider nicht. Es ist Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Ich glaube schon. Aber es wird heavy. Geil. Ich weiß gerade nicht. Sequiz. Habe ich das richtig gesagt? Vielen Dank für den Raid. Moin, moin. Ich probiere es mal aus. Oh. Oh, oh, oh. Blöde Frage. Bevor da jetzt alles drunter und drüber geht. Es sind gerade massiv viele Follower reingekommen. Nach dem Raid. Mit sehr vielen Zahlen und so. Ist das richtig? Sind die Raider? Okay, weil wir haben gestern genau das gleiche erlebt. Entschuldigung, es ist eine Nachfrage. Es kann alles sein. Danke vielmals für all diese Follows. Was habt ihr Schönes gespielt? Moin, moin. So, warte mal. Ich mache mich, glaube ich, unsichtbar, oder? Gut wäre, wenn ich jetzt Gumbario hätte, der mir noch sagt, wie viel Leben der hat. Juhu! Ist das jetzt wirklich passiert? Ich habe irgendwie zweimal gekratzt. Okay, interessant. Oh, oh nein! Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Tuba Bluba. Das ist so lahm. Ich war geschwacht durch den vorherigen Kampf. Okay. Ich gebe auf. Vergib mir. Ich lasse auch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Ah, der kann die wieder freilassen. Das ist sehr geil. Okay, das sind einige gewesen. Hoffentlich auch Herbert. In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Oh. Geschieht dir recht und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, den armen Tuba Bluba nicht mehr zu erschrecken. Früher haben wir Tuba Bluba Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Kann die nicht ein bisschen bleiben? Noch nie zuvor habe ich eine derartige Aufregung verspürt. Und natürlich habe ich auch viel dabei gelernt. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich dich noch ein Weilchen begleiten. Geil. Das ist cool. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Oh, abgemacht. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Ganz einen kleinen Moment, ich bin gleich wieder zurück. Ja. Also. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die ganzen Follows, die da reingekommen sind,
haben alle den gleichen Namen und ich vermute, dass da einer aktiv, weil gestern, was gestern, irgendwie mich ein bisschen trollen möchte. Das ist doch schön. Schön verwendest du deine Energie für mich. Das finde ich doch gut. So, auch weg. Da habe ich keinen Bock. Und dann... was ich jetzt einen Fehler mache, sei es mir verziehen. Und sonst ist es mir gerade egal. So. Das ist mir gerade egal. Abgemacht, weil ein Raid ist ganz anders. Du darfst dich glücklich schätzen, mit mir auf Reisen zu gehen. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir den Stern zurück. Hast du den mitgenommen? Butler, komm hierher. Ja, Mario, er ist jetzt frei. Und warum ist das dein Lieblingsstern, Bolle? Der mega krasse Augen. Ah, nützlich. Okay, Nützlichkeit. Aber er hat mega krasse Augen. Oder ist das eine Brille? Nicht sicher. Das Geheimnis von Tuba Bluba wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, da Tuba Bluba nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Boo im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Professoren tragen noch immer eine Brille. Nicht alle. Aber ja. Ich frage mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diese Tuba Bluba zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was, wenn Mario verletzt worden ist? Nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht nochmal raus und versuchen, ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tuba Bluba zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch? Du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier herumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Ist dieser Part kurz? Weil sonst würde ich das auch noch machen. Oder soll ich das nächste Mal, Bolle? Die sollen mir endlich mal diesen Knopf entfernen. Sonst bin ich permanent hier. Permanent immer irgendwie am herumschnüffeln. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Nochmal der Reinhardt, aber langsam. Eure Verdorbenheit. Was ich versuche euch zu sagen ist, Tuba Bluba wurde von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig, weil du mir gesagt hast, dass er unbezwingbar ist.
Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbedingt unbesiegbar ist? Oh, verdammt. Ah, blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Super Blubber nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Ich verachte Mario. Er ist Mustigkeit. Wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht nun sicher zu Shy Guys Spielzeugkiste. Ja, daher sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen. Ja. Kami Kuba, finde raus, was Mario hasst. Und... Hä? Bei allen Kröten, warum ist die Prinzessin hier? Was ist nun mit den Wachen los? Nein, wartet. Das ist eigentlich sehr passend, meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also, Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diesen Schwachpunkt berichten? Und ihr müsst ehrlich sein, welches dieser Dinge hasst Mario am meisten? Umba, Kluba oder Pilz? Also, gemäß Film hasst er Pilze. Kluba habe ich keine Ahnung und Umba, ich glaube Gumbas. Jemals Gumba. Oder, außer du würdest mir jetzt dagegen abraten. Aufgepasst. Aha. Nein, ein Kluba. Aber wir wissen nicht, was Kluba ist. So, ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Putzis? Hammbrüder? Donnerzorn. Donnerzorn? Gut. Und wie steht's damit? Was hast du davon am meisten? Pocky? Koopa Trulli? Super Soda? Oh, ausgezeichnet. Perfekt, danke Prinzessin. Guahaha, stellt sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Dieses Mal werden wir ihn besiegen. Hast du das alles gemerkt, Kami Koopa? Mach dich sofort auf den Weg. Ich bin nicht sicher, ob wir alles glauben können, was uns die Prinzessin über Marios Schwachpunkt erzählt hat. Aber ich tue, was sie verlangt. Natürlich, willst du das? Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Nun, Kami Koopa, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich. Ja. Wachen, Achtung. Bring Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer. Jawohl, Madame. Nein, nicht schon wieder. Hallo Mario, ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie es dir danken soll. Auf jeden Fall war eine Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großartiger Mann. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich auch dir helfen. Ha! Was machst du? Mario Sternkraft erhöht sich auf 3. Sternkraft Sternensturm. Stern bricht über alle Gegner herein. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bowsers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternenstabes. Wir sind uns nicht mal sicher, ob er es überhaupt bemerkt, aber ohne Zweifel hat er seine Macht unglaublich zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Ah, es tut mir leid, dass ich euch aber schon verlassen muss, aber ich muss zum Sternenhafen zurückkehren.
Die anderen Sterne warten dann schon auf mich. Oh, und bitte verrate niemandem, dass ich mich im Nimmer-Nimmer-Wald verirrt habe. Danke, Mario. Bis bald. Natürlich werden wir das allen erzählen, Chat. Kann ich ja hier im Dorf speichern, oder? Ah, ne. Ah, zwar, das Geist des Schlosses ist ja hier. Ist cool, dass es dann auch dunkel wird im Hintergrund. Das ist wirklich geil. Ich werde jetzt Bolle zugute von Bolle das jetzt nicht machen. Obwohl es mich mega reizt. So. Stellen das hier übers Leiben. Bäm. Super. Nice.